Instagram. Die Plattform, auf der jeder Mensch zu einem wandelnden Werbeplakat wird, droht eine der heftigsten Bußgelder der Geschichte der DSGVO. Über 400 Millionen Euro soll das Unternehmen laut der irischen Datenschutzbehörde zahlen müssen. Was Instagram falsch gemacht hat, welche Auswirkungen die Sache hat und warum die irische Datenschutzbehörde jetzt plötzlich arbeitet, statt nur zu saufen, klären wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Datenschutz ist Pflicht. Ich bin Stefan Plesnik und wenn ihr Bock habt, Datenschutz und Technik ein wenig besser zu verstehen, dann lasst ein Abo da und drückt die Glocke. Was ist da los bei Instagram? Eine Welle von Breaking News rast durch nahezu alle Online-Magazine und Nachrichtenportale. Rekordstrafe von 405 Millionen Euro für Instagram. Instagram soll 405 Millionen Euro zahlen. Irland verhängt Strafe von 405 Millionen Euro gegen Instagram. Datenschutz bei Instagram. Irische Behörde verhängt 405 Millionen Euro Strafe. Mann, 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 da werden die CEOs im Elfenbeinturm von Meta aber wieder Flaschendrehen spielen müssen. Wer zahlt diesmal die Runde? Also, was ist da passiert und warum jetzt so ein hohes Bußgeld? Instagram bietet zwei Formen von Profilen an, private und geschäftliche. Bei privaten Profilen sind die personenbezogenen Daten wie Handynummer, E-Mail-Adresse und so weiter standardmäßig nicht von anderen Nutzern einzusehen. Bei geschäftlichen ist das umgekehrt. Hier sind die Informationen ja auch hilfreich für den Kontakt zwischen Unternehmen und Konsumenten. Hier ist erstmal keine Problematik mit dem Datenschutzrecht zu sehen. Instagram bietet seinen Service laut eigenen AGB allen Menschen ab 13 Jahren an. Bedeutet, Minderjährige dürfen auf Instagram Profile erstellen und nutzen. Die Art des Profils ist dabei nicht limitiert. So haben also minderjährige Personen Instagram-Profile für geschäftliche Zwecke. Hierin liegt die Begründung für den Datenschutzverstoß, da auf diesen Profilen private Kontaktinformationen von Minderjährigen im Alter von 13 bis 17 Jahren öffentlich zugänglich gemacht wurden und das mit einer Standardeinstellung. Sprich, die Jugendlichen mussten die privaten Informationen aktiv verstecken und wurden nicht von der Plattform geschützt. Warum solche Einstellungen nicht zulässig sind, könnt ihr in unserer Online-Datenschutz-Videoschulung lernen. Der Link wie immer in der Beschreibung. Also hat die irische Datenschutzbehörde gesagt, so geht das aber nicht, lieber Marky Boy. Die Kids müssen schon selbst entscheiden, wie sie sich in der Öffentlichkeit entblößen, um Schrottprodukte aus China zu verkaufen. Daher hat sie aktuell ein Bußgeld in Höhe von 405 Millionen Euro verhängt. Meta, der Konzern, zu dem Instagram gehört, hat bereits Einspruch gegen diesen Bescheid erhoben. Die Begründung ist, wir haben diese Einstellung schon vor einem Jahr geändert. Boah, da muss man dann aber auch mal kurz ein Lob aussprechen. Kurz nachdem der Konzern wegen WhatsApp 225 Millionen Euro Bußgeld zahlen musste, haben sie eine Funktion bei Instagram geändert, die offensichtlich niemals hätte vorhanden sein dürfen. Die meinen es ja echt ernst mit der Privatsphäre. Naja, also dann ist ja alles gut, ne? Klingt gut. Also dann können wir jetzt auch hier Schluss machen, oder? Ne? Nicht ganz so schnell, denn hier geht es eigentlich um weitaus mehr als Datenschutz, wenn der hier auch als Sündenbock dienen darf. 13- bis 17-jährige Menschen gelten in allen europäischen Ländern als minderjährig und nur eingeschränkt geschäftsfähig. Ganz besonders im Alter unter 16 Jahren dürfen Kinder nur bedingt Geschäfte führen und meistens muss dies durch einen Erwachsenen verantwortet werden. Ihr wisst schon, so ähnlich wie bei den Schildern am Spielplatz, ne, wo Eltern für ihre Kinder haften. Außerdem gibt es ja noch den Straftatbestand der Kinderarbeit. Und zu dieser darf auch niemand verleiten. Damit ist die Tatsache, dass Instagram die Erstellung von geschäftlichen Profilen Minderjährigen überhaupt erlaubt, ein krasses Problem. Rechtlich gesehen. Die Anzeige auf der Ebene des Datenschutzes kann und wird nun diese Türe öffnen, um die Machenschaften von Instagram hier genauer zu begutachten. Es kann also noch weitaus komplizierter werden für Meta. Bleibt nur noch die Frage, warum die irische Datenschutzbehörde nun mit einem Mal ihre Arbeit macht offen. Doch diese kann leider niemand stichhaltig beantworten. Vielleicht ist es tatsächlich ein Sinneswandel nach jahrelangen Anfeindungen und öffentlichen Beschwerden, der dazu geführt hat, dass jetzt dort mal genauer nachgeschaut wird. Was ich sicher weiß, ist, dass die Bußgelder für Datenschutzverstöße gegen Unternehmen sich mehr und mehr häufen. Und davor ist niemand gefeit. Es sei denn, ihr habt euren Datenschutz wirklich gut im Griff. Falls da noch Fragen offen sind, klickt euch doch auf unsere Webseite durch und lasst euch von einem meiner Kollegen unverbindlich beraten. Nicht, dass ihr am Ende noch das Thema auf diesem Kanal werdet. Ja, man weiß ja nie. Wie seht ihr die ganze Sache? Ist das Bußgeld berechtfertigt oder überzogen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, aber bleibt bitte sachlich. Jetzt könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und uns ein Like dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Eure Fragen sind natürlich wie immer willkommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.